So, Crafting Room, Arbeitsplatz, los geht's. Tee. So, ganz schnelles Update. Es ist jetzt 10 vor 10. In der Hoffnung, dass ich jetzt noch 10 Minuten Zeit habe, um Zeit für mich zu haben, mache ich jetzt noch schnell das Update und zwar zu Tag 2. Sie wurde heute ganz normal hingelegt und hat ohne Witz nach 15 Minuten geschafft einzuschlafen. 15 Minuten! Gestern 55 Minuten, heute 15 Minuten? Okay, vielleicht war sie sehr müde. Dafür ist sie nach einer Dreiviertelstunde das erste Mal aufgewacht und hat nochmal 30 bis 50 Milliliter Milch getrunken. Keine Ahnung warum. Ist in Ordnung, dafür ist sie gleich wieder eingeschlafen. Alles gut. Und jetzt versuche ich noch die letzten 10 Minuten zu genießen, in denen sie nachschläft. Ich habe sie über das Babyfon ganz leicht schon sich von rechts nach links drehen, aber sie meckert nicht, sie ist ganz ruhig und entspannt. Im besten Fall schläft sie weiter, so lange wie möglich. Im schlechtesten Fall wacht sie eben in den nächsten 10 Minuten auf. Aber untertags hat sie am Vormittag um 10 Uhr eine Stunde geschlafen und zwischen 14 und 15 Uhr auch nochmal eine Stunde. Somit Thumbs up! Gut gemacht! Aber das war mal das Update zu Tag 2. Und morgen früh habe ich vielleicht ein frischeres Gesicht. Nein, ich glaube nicht. Aber ist okay. Ich werde euch sagen, tschüss. So, Baby schläft. Meine hübsche Tasse, Simi, sie mag das nicht. Ich habe es geschafft, mit letzter Kraft zu duschen. Nein, alles gut, aber das war mal nix. Die zweite Nacht war ein bisschen schlimmer als die erste, aber ich werde euch jetzt mal sagen, wie die ausgesehen hat. Ich habe es gestern am Abend schon kurz gesagt. Sie ist erstaunlich schnell eingeschlafen. Cool. Keine Ahnung, ob das Zufall war oder ob das jetzt länger so bleibt. Ich weiß nicht. Aber 19 Uhr still, 15 Minuten gebraucht zum Einschlafen. Dann war sie genau nach einer Stunde das erste Mal wieder wach. Super. Ganz toll. Dann habe ich sie nicht gestillt. Ich habe versucht, sie zu streicheln und dass sie sich wieder entspannt und sich wieder hinlegt. Das hat funktioniert, aber dafür war sie um 23 Uhr gleich wieder wach. Oh, Entschuldigung, ich habe die 22 Uhr vergessen. Also um 22 Uhr nochmal. Das wäre dann das dritte Mal. Und um 23 Uhr das vierte Mal. Und dann um 23 Uhr hat sie noch ein Fläschchen bekommen mit 140 Milliliter. Und dann um 1.11 Uhr. Dann um 3.20 Uhr, dann habe ich hier nochmal ein Fläschchen gemacht. Und, Entschuldigung, um 1.11 Uhr habe ich sie einmal gestillt dazwischen, weil ich hatte keinen Bock mehr. Aber das war nur Nuckeln, das war nicht, das war kein Hunger. Definitiv nicht. Das war nur, Mama, wo bist du? Ich möchte kuscheln. Und das habe ich sie natürlich auch gelassen. Wir haben dann gekuschelt und wie sie kurz vorm Einschlafen war, habe ich sie nochmal ins Bett gelegt, ohne weinen oder irgendetwas, und sie konnte dann Gott sei Dank noch weiter schlafen. Um 3.20 Uhr, also es war ein bisschen mehr als zweieinhalb Stunden, hat sie dann eben nochmal ein Fläschchen bekommen mit 140 Milliliter, konnte auch im Bett bleiben, also ich habe sie nicht rausgenommen, sie war brav, also ohne viel Schreien, aber oder schreien, sie schreit nicht, sie meckert so, ich will jetzt aber raus.
Und dann hat sie sich wieder beruhigen lassen, ist eingeschlafen. Und um 4.46 Uhr habe ich aufgegeben und habe sie dann ins Bett genommen, habe sie nochmal gestillt und ja. Es war eine super unruhige Nacht und ich bin wirklich müde. Aber jetzt, achso, ja, um 6.20 Uhr war sie dann auch mal wach und um 8 Uhr sind wir dann effektiv aufgestanden. Toll! Jetzt noch ganz kurz eine kleine Erfolgsgeschichte von einer lieben Freundin von mir, die, ich glaube, ein bisschen früher als ich angefangen hat, ihren kleinen Sohn ans Durchschlafen zu gewöhnen. Liebe Linda, ich weiß, dass du zusiehst. Herzlichen Glückwunsch, ganz, ganz cool. Ich bin dein größter Fan und ich hoffe, dass es bei uns auch bald funktioniert. Und an alle anderen Mamis, die noch mit solchen Augen vor dem YouTube-Kanal sitzen und sich denken, oh mein Gott, wann hört das endlich auf? Es wird besser. Spätestens, wenn sie ausziehen. Hoffentlich. Vielleicht. Ich werde jetzt die Zeit noch nutzen und mir das heruntergekommene Gesicht pflegen und vielleicht mal die Haare föhnen. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Und werde die Zeit nutzen, in der die kleine Maus ein bisschen länger schläft. Jetzt ist es 10.30 Uhr. Sie ist vor ein paar Minuten eingeschlafen. In der Hoffnung, dass sie jetzt zumindest eine Stunde oder vielleicht zwei schläft. Und ich ein bisschen Zeit habe, ein paar andere Sachen zu machen. Zum Beispiel dieses Video. Galgenhumor, aber ist ja wurscht. Ich würde mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren unten hinterlasst, wie es euch nach Tag 1 und 2 so geht oder ging und wann es vielleicht besser geworden ist, um mir ein bisschen Motivation zu geben, das durchzuziehen. Ich muss ab morgen wieder arbeiten. Und zeitgleich steht die Kindergarteneingewöhnung an für die Kleine. Also mein Mann macht die Eingewöhnung mit ihr. Ich denke, dass das gut funktionieren wird, auch wenn mein Herz ein bisschen schwer ist. Wird schon klappen. Und ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und das nächste Video kommt heute Abend, wie der Abend war. Und wir sehen uns morgen. Also bis dann. Tschüss.